Boah, es ist saukalt draußen. Wir haben schon seit fast einer Woche irgendwie immer unter Null, so zwischen -2 und -5 Grad. Und ich merke gerade, dass mein Durchschnittsverbrauch hier gerade bei den vielen Kurzstrecken, die ich so fahre, am Tag bei 313 Wattstunden liegt. Das ist natürlich fast iPace-Größenordnung. Unfassbar. Ja, Stromverbrauch. Gutes Thema. Ich wollte euch was über den Stromverbrauch erzählen. Und zwar nicht von Elektrofahrzeugen, sondern Stromverbrauch von Verbrennern. Hört sich erstmal komisch an, ist aber ganz interessant. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Moin, ich bin momentan ein bisschen genervt von der ganzen Diskussion, die man im Netz so hat. Das ist ja sowas wie so ein Wettbewerb, welche Mobilitätstechnologie ist schmutziger, Verbrenner oder mit Elektroautos fahren. Also man wird ja quasi zugeschüttet mit Gegenargumenten, mit fadenscheinigen Argumenten, mit Halbwahrheiten, Halbwissen, richtig falschen Argumenten. Ja, das regt mich einfach total auf. Und egal, ich möchte auf jeden Fall heute euch noch was erzählen, was so vielleicht ein bisschen Öl ins Feuer gießt. Ich hoffe nicht, aber es geht mir jetzt mal darum, aufzuzeigen, wie das mit dem Stromverbrauch überhaupt ist. Ja, Stromverbrauch, nicht für Elektroautos, sondern Stromverbrauch für Verbrennerfahrzeuge, weil die haben auch einen Stromverbrauch. Man glaubt es gar nicht. Und ich rede hier gar nicht von der Herstellung, sondern ich rede hier nur von den Treibstoffen. Also die Treibstoffe, Benzin, Diesel, was ihr so bei euch im Auto habt und auch die Zusatzstoffe, Schmierstoffe, AdBlue etc. pp., die verbrauchen viel Strom. Nicht nur den Strom, um das bei euch in den Tank zu gießen, in der Tankstelle, sondern den Strom, um das herzustellen oder um das Rohöl überhaupt von A nach B zu transportieren. Und ich rede auch gar nicht von der Förderung oder so, von irgendwelchen Schiffen, die die Weltmeere durchkreuzen mit ihren mega großen Dieselmotoren, sondern ich rede von Pipelines zum Beispiel. Wenn wir mal so eine Pipeline nehmen, also Beispiel eine, die von Marseille nach Karlsruhe führt. Das ist eine sehr lange Pipeline, die ist ungefähr 770 Kilometer lang. Die hat 34 Pumpen entlang der Strecke und diese Pumpen fördern unablässig ungefähr 75 Milliarden Liter Rohöl im Jahr durch die Röhre. Und die haben ungefähr eine Leistungsaufnahme von rund 2000 Kilowatt, jede Pumpe. Das heißt, übers Jahr gerechnet produzieren diese Pumpen, nur um das Rohöl in die Raffinerie zu bekommen, 100 Gigawattstunden an Stromverbrauch. 100 Gigawattstunden. Das stellt man sich mal vor. Mit 100 Gigawattstunden kann man eine Elektroautoflotte von ungefähr 45.000 E-Autos das ganze Jahr überladen. Wenn man davon ausgeht, dass so ein Elektroauto 12.500 Kilometer fährt im Jahr und einen Durchschnittsverbrauch hat von 17,5 Kilowattstunden. 45.000 Autos können alleine geladen werden, nur durch den Stromverbrauch einer Pipeline. Okay, und die Raffinerie selber, was ist damit? Ja, da geht es nämlich erst richtig los. Die Raffineriebetreiber selber sind zwar sehr bedeckt, was ihren Stromverbrauch angeht, aber es gibt da Berechnungen aus USA und auch eine Datenbank in Europa, wo solche Angaben zu finden sind. Die wurden halt errechnet und da kommt raus, dass so eine Raffinerie, um 1 Liter Sprit zu erzeugen, ungefähr 1,5, 1,6 Kilowattstunden Strom verbraucht. Das bedeutet also, dass ihr, wenn ihr jetzt mal 7 Liter Diesel im Durchschnitt verbraucht, ihr ungefähr 11 Kilowattstunden Strom benötigt, um diese 7 Liter Diesel in euren Tank zu bekommen. Und dabei seid ihr noch keinen Meter gefahren. Mit diesen 11 Kilowattstunden kann ich meinen Tesla alleine 50 Kilometer weit fahren. Und für die anderen 50 Kilometer brauche ich auch nochmal 11 Kilowattstunden. So, und ihr seid aber noch keinen Kilometer gefahren und verbrennt dann auch nochmal den Diesel, um überhaupt vorwärts zu kommen. Also mir kann doch keiner erzählen, dass diese Verbrennertechnologie jetzt besser sein soll am Ende als die Elektrotechnologie. Diese Informationen sind natürlich nicht so leicht zu kriegen und sie sind auch nicht so wahnsinnig im Netz verbreitet. Ich habe sie gelesen in einem Online-Magazin der Handelsblatt Media Group. Edison.handelsblatt.com heißt die Adresse. Ich verlinke das nachher unten. Dort stehen auch sehr viele andere interessante Artikel, die sich um Elektromobilität drehen. Und das Schöne ist, die berichten halt sehr fundiert und sachlich, und
macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Und das wollte ich euch einfach mal erzählen, wollte ich euch nicht vorenthalten. Macht was draus. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich über jedes Abo. Ciao.